Hallöchen, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Season Let's Play City Skylines Season 4, denn Afterdark wollte ich gerade sagen, Green Cities ist draußen und wir starten einfach mal direkt ein neues Spiel. Was haben wir denn hier? Ich würde auch jetzt eine der neuen Landschaften natürlich nehmen. Ne, mit Seen wollte ich jetzt nicht, das ist zu flach. Hier ist irgendwie schon... Das nennen wir. Wie nennen wir das denn jetzt? Wie nennen wir das Städtchen denn? Ich habe keine Ahnung. Soll ich jetzt irgendeinen Quatsch eintragen oder soll ich jetzt was Gescheites nehmen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ist mir gerade eingefallen. Ich habe irgendwie gerade an Bertelsmann gedacht. So, fangen wir doch mal an. Auch zur Info, ich habe alle Essays, alle Mods, die ich hinzugefügt habe, alle rausgenommen. Es ist ganz einfach, einfach den Ordner, wo alles drin ist, umbenennen. Beziehungsweise was hinten dranhängen, so ist es richtig. Das ist jetzt wirklich erstmal die Reihenversion, weil, ja, ich weiß nicht genau, ich habe mich auch nicht informiert geguckt, welche Mods einwandfrei funktionieren mit Green Cities und möchte da jetzt nicht am Anfang böse Überraschungen haben oder dass irgendwann, wenn dann das doch mal läuft, dass es dann irgendwie Probleme gibt. Deswegen lasse ich es erstmal so, wie es ist, nackt, standardmäßig. Das heißt, ganz einfache Dinge wie einen Zebrastreifen setzen oder so oder Ampeln deaktivieren, das geht erstmal nicht. Das heißt, die bleiben da. Und ja, Traffic Mod ist alles nicht da, Network Extensions und wie sie alle heißen, Terraforming Tool, alles gerade nicht da. Ganzen Essays, Bäume und so weiter, alles weg. Das wird irgendwann mal wiederkommen, da muss ich mich echt mal hinsetzen und so ein paar Stunden wahrscheinlich investieren. Ich wollte gerade sagen, ja, bla bla, gut, okay, wir machen erstmal Pause. So, und jetzt mache ich was. Was ich noch nie gemacht habe. Ich mache jetzt hier einen. Ich mache jetzt hier einen Kreisel. So, das heißt, wir fangen jetzt erstmal hiermit an. Das ist natürlich blöd. Eine Einbahnstraße kann ich noch nicht machen. Das machen wir mal runter. Muss ich dann später machen. So, einfach nur ein Stück raus. Hier geht es auch zusammen. So, jetzt machen wir hier. Ne, so riesig muss der ja nicht sein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch gescheit hin. Wahrscheinlich eher nicht. So, ne? Bis dahin. Ne, es ist dann bis dahin. Okay, schön, sieht anders aus, aber er erfüllt seinen Zweck. Ah, jetzt kann ich hier machen. Auf jeden Fall andersrum. So, und hier geht alles nur in eine Richtung, damit sich auch nichts in die Quere kommt. So, und jetzt fangen wir an. Ich mache das jetzt hier wirklich ganz pragmatisch. Am Anfang wieder. Hat sich ja soweit bewährt. Jetzt will ich auch so sicherheitshalber wieder anfangen. So, hier noch eine runter. Okay, gut, Straßen mache ich doch erstmal später. Jetzt fangen wir erstmal an. Strom. Kommt hier eins hin. Wasser einmal hier hin. Das würde ich eigentlich ganz darunter setzen. Das mache ich auch erstmal. So, das heißt Strom. Mal hier lang. Dann lege ich hier am besten gleich schon mal alles hin. Die Dinger kosten mich ja nichts. Ich hoffe einfach mal, dass da gebaut wird. Beziehungsweise kann ich nicht hier. Nee, geht nicht. Okay, gut.
Dann muss ich einmal hier lang. Und einmal hier lang. Die zwei miteinander verbinden. So, und dann machen wir das jetzt einmal so rum. 17.900. Okay, na, ich muss noch ein bisschen Geld übrig lassen. Ja, ein bisschen weiter runter. So, und jetzt werden Straßen auch gebaut. Und zwar... mache ich lieber hier die große Fläche, genau. Ich werde jetzt auch das komplette Geld ausgeben. Wir geraten dann erstmal ins Minus. Ja, das passiert. Aber das ist nicht weiter schlimm, dass die Kohle kommt hier rein. Wichtig ist einfach, dass ich jetzt hier genug zum Bauen habe. Damit ich genug Einwohner habe und um dann später, ja, genug Geld zu haben, damit wir, ja, beziehungsweise, ich gebe jetzt das ganze Geld aus, damit nachher genügend Einwohner da sind, die Steuern zahlen, damit wir direkt anfangen können. Damit wir einfach das Geld, was wir erstmal verlieren, also wir gehen jetzt mal dick in die Miese rein, damit das Geld einfach später wieder reinkommt. Dann ist ja alles gut. So, da. Wo tue ich den Tausender investieren? Hier hin. Beziehungsweise. Hier kann ich ja noch. Ne, kann ich nicht. Gut. Okay. Dann fangen wir jetzt hier mit den Wohnungen an. Ich mache das jetzt wirklich so, weil das geht schneller. Okay, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Doch, das geht noch. Ja, das. Ne. Nochmal. Hier können wir das noch machen. Und da. Genau. Und das war's dann erstmal. So. Auf geht's. Eigentlich will ich aber die Karren haben. Musik ist gerade etwas komisch. Ich lasse sie mal laufen. Ich muss mal gerade husten. Oh, so ein bisschen... ah, jetzt kommt andere Musik. Es hängt doch noch ein bisschen was drin. Ich hoffe jetzt echt, dass hier oben was... ja... es muss ja nur hier irgendwo was hin. So hundertprozentig ausgerührt bin ich noch nicht. Also sieht auch überhaupt nicht schön aus. Aber es ist mir erstmal egal. Genau, aber Wasser haben sie alle. Abwasser geht noch nicht. Aber es wird wahrscheinlich dann gleich. Es muss nur hier was Kleines hin. Ja, komm. Fast da. Oder hier irgendwas. Ja, fast. Fast. Go, go. Und drüben, die werden nämlich gleich meckern. Yay! Und schon hat es da unten Strom. Super. Ah, da kommen auch ganzen Heerscharen hier. Okay, bebaut ist soweit alles. Genau, Nacht habe ich wieder eingeschaltet. Soll ja auch so sein. So, jetzt müsste erstmal wachsen. Für die Steuern brauche ich 440. Wir haben 306, 314, das sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Stadtteile kann ich noch nicht machen, gell? Was brauche ich da? 900. Dann kann ich erst umstellen, dass die Leute, zwar sieht das dann... mal gucken. Also nicht, ich habe mal angetestet, nicht wirklich lange. Man muss aber die Wohngebiete auch zuweisen, so wie man es mit der Industrie zum Beispiel macht und mit Gewerbe. So, genau. Okay, lass mal langsam gerade laufen. Jetzt mache ich erstmal Steuern. Hier mache ich... die setze ich wieder auf 11 hoch. So. Nee, das nicht. Budget. So, nachts... muss das alles nicht auf volle Pulle laufen. Das macht ja keinen Sinn. So, was haben wir jetzt nochmal? Jetzt haben wir 13.000.
Was habe ich hier? Recycling-Zentrum. Okay. Kaum Umweltverschmutzung. Das hat natürlich sehr viel. So eine Deponie. Die Kapazität ist halt riesig. Gut, okay. Aber Recycling-Center ist mir eigentlich lieber. Gut, Krankenhaus, Schule. Ich mache Recycling-Center zuerst. Das hat, glaube ich, doch eher Priorität. So, und jetzt gibt's Stoff. Ich fange am besten gleich schon mal mit den nächsten Straßen an. Und mal hier mal zu. Aber jetzt habe ich schon kein Geld mehr. Okay, gut, dann eben nicht. Dann ziehe ich halt hier schon mal eine Linie. Ich weiß ja, es wird so oder so kommen. Ja, ich weiß. Verordnung können wir auch noch nicht machen. Das dauert noch ein bisschen. Also wir brauchen 900, ne? Genau, 900. Naja, 620 haben wir ja schon. Das geht richtig flott. Hier sind auch viele. Ja, 3, 4, 3, 2, 2, 2, 3. Jetzt habe ich schon gleich 700. Wir brauchen definitiv Straßen, damit wir mehr bauen können. So, dann kann ich gleich hier anklinken. Sowohl Gewerbe, oh, Industrie braucht, wollte er auch haben. Oh gut, okay, dann kriegt er hier einfach mal, zack, die Parzelle da voll. Scheiße, ich habe eine Schule gebaut, ich Depp. Ich bin so doof. Ich habe eine Schule gebaut, die wollte ich gar nicht bauen. Nein, was mache ich denn für einen Mist? Unglaublich, unglaublich. Die muss da eh weg. Ich muss nochmal husten. So. Nicht wundern, ich habe nebenbei noch einen Bonbon im Mund. Von der Firma Wer hat's erfunden? Erst eine Schweizer Firma. Ich weiß, ich kann den Schweizer Dialekt überhaupt nicht. So, okay, jetzt können wir das Ding bauen. Jetzt verrücken wir das hier auch, damit das auf dem richtigen Platz ist. Es kommt in dem Falle dann hier hin. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden jetzt Stadtteil benennen, und zwar das hier. Das ist ein bisschen grob, aber das ist erstmal egal. Beziehungsweise ich mache hier gleich eine ganz große Fläche draus. Und dann seht ihr das nämlich gleich, was passiert. Komm, ich mache die Fläche gleich mal richtig groß hier. Geht eh bis hier runter. Ich mache das jetzt am Anfang eh alles symmetrisch. Soweit, beziehungsweise sobald ich hier auch schon auf gesunden Beinen stehe, werde ich das dann auch wieder lassen. Ja, das machen wir jetzt echt noch. Nein, so rum bitte. So, das ist keine zweite, das bleibt einer. Ich bin denn. Die Stadtteile liegt wieder an euch, gell? Also, wenn ihr da Vorschläge habt, nur her damit. So, das hier wird auch ein Stadtteil. Wobei ich hier oben das ausklammere. So, das hier wird nämlich alles später Gewerbe. Das hier drüben ist Industrie, das ist dann klar. So. Dann mache ich einfach mal das Quadrat hier. Also die Stadtteile dürft ihr gerne benennen. Da einfach in die Kommentare schreiben, wie die heißen sollen. Okay, halt, nee, hier. So, jetzt haben wir hier Wohnspezialisierungen. Und zwar selbstversorgende Gebäude. Die selbstversorgenden Bürogebäude recyceln ihren Abfall und produzieren Energie über Solarzellen auf anderen Wegen. Und auf anderen Wegen verbraucht 30% weniger Elektrizität, produziert 30% weniger Müll, erzeugen 30% weniger Steuereinnahmen. So, wenn wir das jetzt machen, wird uns das natürlich wehtun. Hier. Weil es ist halt weniger Geld. Ist halt klar, nicht?
So, jetzt gucken wir mal, was können wir an Verordnungen hier machen. Verteilen von Rauchmeldern. Ja, sowas mache ich jetzt auch. Das wird richtig teuer. Das sind jetzt, glaube ich, auch, sind das allgemeine. Das sind allgemeine Richtlinien, genau. So, wenn ich jetzt hier schaue. Ah ne, da muss ich ja einzeln hier drauf gehen, genau. Richtlinien, kann ich hier schon mehr einstellen? Nein, noch nicht. Wie sieht es hier aus? Das war eine allgemeine Richtlinie dann. Okay, gut, jetzt gehen wir wieder Stoff. So, Wohnungen und Gewerbe sind gefragt. Gut, das heißt, wir werden jetzt das Straßennetz entsprechend schon mal aufbauen. Beziehungsweise ausbauen, so ist es richtig. Ja, das ist jetzt hier suboptimal, oder? Ja, dann geht es nur bis dahin. Aber hier geht's durch. Na, hier schon mal weiter runter. Dann können wir hier nämlich zumachen. Da auch. So, wie gesagt, sobald ich eine stabile Basis habe, werde ich anfangen, dann wieder auch kreuz quer zu bauen. Vorher allerdings nicht. So, jetzt muss ich gucken. Strom ist noch genug da. Das wird sich aber etwa. Sollte sich aber doch recht bald ändern. Büros wolltet ihr haben, ne? Baue ich euch hier die beiden mal. So. Ach, einen Weg kann ich noch gar nicht bauen, gell? Ab 1400 erst. So, Industrie wollte auch haben. Okay, dann kriegt er das bisschen da hinten noch. Letztendlich sind es die Arbeitsplätze, die ihr haben wollten, ne? Wie war das eigentlich bei Gewerbe? Ist da jetzt auch was Entsprechendes? Ja, genau. Biologische und lokale Herstellung. Was machen wir gerade mal? Zack. Genau. Ändert Gewerbegebiete zu Gebäuden wie Läden mit biologischer Herstellung. Aufladestationen für Elektroautos und ähnlichem. Produziert 50% der verkauften Güter lokal. Frachtverkehr im Gebiet um 50% verringert. Erhöht Stromverbrauch um 20%. Verringert die Müllproduktion um 20%. Das ist es. So, und da brennt es auch schon gleich. Es regnet aber, also sollte das eigentlich kein Problem sein. Eigentlich sollte das nicht das Problem sein. Es regnet. So, Gesundheit, Feuerwehr, Polizei. Ja, Polizei, da unten meckern sie schon. So, die Kohle fehlt aber noch. Sie kostet 12.000. Das setze ich dann auch hier hin. So, wir sind aber noch im Minus. Nein, es ist ja Nacht, ist klar. Ja, ich weiß, ich habe die Kohle aber gerade nicht. Ich will auch jetzt nicht unbedingt... Oh, der Errungenschaft. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt, wenn es geht, nicht ein Darlehen aufnehmen. Dann warte ich lieber die Nacht ab. Oh, oh, oh. Wir warten die Nacht ab. Die Einwohnerzahl steigt ja auch langsam. Denn die Gebäude werden jetzt so langsam neu, also die Gebiete werden jetzt neu bebaut. Na, also das Minus wird doch schon viel kleiner. Es wird wahrscheinlich jetzt gerade dämmern. Na, komm schon. Das ist noch gleich ein Plus. Ist immer noch Nacht? Ne, ist schon tagsüber. Da unten brennt es wieder. Schön. Ich hätte doch so gucken sollen, dass sowas wie Auto-Bulldoze weiterhin da ist. Nein, ich will keine Schule bauen. Haben wir schon. Ich habe auch da die freie Schule gebaut. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mir die bringt. Ah, es ist schon knackig hier mit dem Geld. Wie sieht es mit Strom aus? Strom ist noch alles in bester Ordnung. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, jetzt sind wir endlich im Plus. So groß ist die. 1, 2, 3, 4. Ah, jetzt sind wir schon im Plus hier. 400. 440. Na, sieht doch schon gleich 500. Ah, schauen wir mal. Steigt doch schön jetzt an. Jetzt haben wir gleich wieder 1100. 1000 glatt sogar. 600 im Plus. Na, also. Es wird. Na, auf, komm schon. 600 im Plus. Schön. Jetzt geht es langsam runter. 8. Gleich haben wir 1200.
Bam. Zack, da ist sie gebaut. Und jetzt geht's euch allen besser. Oh, da hinten ist richtig dick was los. Wie viele Polizeiwagen haben wir eigentlich? 10 natürlich alle erstmal im Einsatz. Ah, plopp, plopp, plopp. Da löst sie es auf. Da hinten dann auch als nächstes. So, da ihr jetzt alle Wohnungen wollt, kriegt ihr die jetzt auch. Einmal hier dann. Zack. So, dann gibt es jetzt hier. Geht das hier noch? Okay, das geht nicht. Mist. Dann muss ich das doch so rum machen. Gibt es jetzt hier nochmal Wohnungen? Hier gibt es auch nochmal Wohnungen. So, Gewerbe wollt ihr zwar noch keine haben, aber ich lege euch schon mal die Straße hier hin. Das reicht, es sollte erstmal ausreichen. Muss gerade nochmal husten. So. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. So, okay, das hier kann man dann gleich mal hier erweitern. Oh, die fangen nämlich auch an. Ah, oh, der ist gleich wieder weg. Ja, stimmt. Winzige Kleinstadt. Jetzt können wir diverse andere Sachen machen. Was kann ich hier allgemein jetzt machen? Haustierverbot, Rauchverbot, Parks und Erholung. Genau, Schule ist aus. Nein, das bleibt alles. Da unten nix. Ne, Haustier sollen sie haben. Rauchen. Nee, sollen sie eigentlich nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Das können sie selber entscheiden. Die sind alt genug. So, was können wir denn jetzt einzeln noch entscheiden? Nee, da muss ich einzeln ran. Was hat Richtlinien? Kam da jetzt noch irgendwas hinzu? Nee, kam es nicht. Da auch nicht, gell? Nein, okay, gut. Dann kann das so bleiben. Was hatte ich eben gesehen? Was waren das jetzt? Ah, Wasser erstmal sehe ich hier gerade. Strom. Ah, okay. Gut, ich werde gleich ein Kraftwerk. Doch, baue ich gleich ein Kraftwerk? Ich baue gleich ein Kraftwerk. Ja, ich möchte nämlich. Ja, das geht nicht. So, ich möchte nämlich verhindern, dass ich einen Fehler mache, den ich sonst immer. Der mir sonst immer unterlaufen ist. Dass ich kein Geld habe, aber ein Stromproblem. Den baue ich jetzt lieber vor. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Dann gibt es hier die nächste Parzelle für Wohngebiete. Ja, Autobulldoze ist doch ganz praktisch gewesen. Gut, werde ich mir dann wiederholen. Genau, Grünzeug. Gut, die Kohle habe ich jetzt so nicht. Ich kann lediglich so Sachen bauen. Oder habe ich irgendwelche anderen günstigen Sachen? Ne, hier irgendwas? Ne. Alles zu teuer. Wenigstens einer. Was ist das eigentlich? Ist das ein Hundepark? Ne. Kleiner Spielplatz. Yo. Diese ganzen Sachen, die seht ihr ja dann hier. Ist alles weg. Das sind nur die Standardsachen. Hier ein paar neue Sachen. Was ist hier? Tropengarten. Anglerinsel und schwimmendes Café. Was kostet das Ding da hinten eigentlich? 6500, gut, die Kohle habe ich noch nicht. So, noch mehr Wohnungen. Ja, okay, könnt ihr alle haben. Ich baue dann jetzt einfach nur, bis die Kohle da ist. Dann baue ich hier gleich schon mal richtig vor. Ah, wir haben schon mal ordentlich an Kohle. Kann ich aber auch gleichzeitig mal hingehen und gucken bei den Finanzen, dass wir... Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit so vielleicht ein bisschen vom Ton her links, rechts bin. Genau, nachts das Ganze reduzieren, weil das braucht man nachts nicht unbedingt. Ja, Touristensachen. So. Schule ist aus, jupp. Weil dann kann ich nämlich später den Krempel bauen. Im Moment zählen erstmal die Einwohner. Vielleicht dann doch etwas länger raus. Dann kann ich hier nicht mal abschließen. Die
müssen nämlich nicht allzu lang sein. So, dann kann ich nämlich von hier nach hier. So, dann kann ich nämlich die restlichen hier noch schnell zumachen. Zack. So. Polizei macht einen guten Eindruck. Jetzt kommt Gesundheitswesen. Fangen wir doch mal an. Eine Arztpraxis. Da freuen sich nämlich erstmal alle. Recycling. Müllbearbeitungsstatus. Okay, der geht so langsam in die Knie. Da fehlt mir jetzt natürlich die Kohle. Gut, da muss ich warten. Ah, ihr wollt Gewerbe. Moment, muss man husten. So, wieder da. Geben wir euch erstmal eine Parzelle. Gucken, ob das reicht. Ja, es geht schon mal deutlich weiter runter. Strom und Wasser, alles noch da, genau. Ne, hier drüben gehe ich erstmal nicht hin. Ja, Musik, Weltraum Alpha exorbitant laut. Das wollte ich schon immer haben. Danke. Ja, danke. Mann hier. Yeah, Boom Kleinstadt, Transport, Taxi, Straßenbahn. Ach du liebes bisschen. So. Ach, fahren wir da schon mal an. Industrie ist jetzt weniger gefragt. Wohnungen auch nicht so wirklich. Ist da noch groß was frei? Nein, aber wir können dann ja schon. Oh Gott, das ist. Also für mich ist es gerade ziemlich laut. Ich lasse es aber jetzt so, ist mir echt egal. So, gleich hier das nächste. So, jetzt haben wir Kohle. Jetzt gucken wir mal. Schule. Habe ich die freie Schule? Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Eine kleine, sichere, freie Schule, wenn Kinder unterrichten. Eine Alternative zur Grundschule. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so doll ist. Keine Ahnung, ich baue jetzt halt einfach die zweite. So, bauen wir halt zwei. Reicht das jetzt? Ne, die Kapazität ist aber noch deutlich höher. Wie viel gehen da rein? 250. Wieso sagt er mir jetzt? Hä? Wieso nur 63? Also da stimmt was nicht. Er sagt mir hier, Studentenkapazität 250. Das macht für mich jetzt überhaupt keinen Sinn. Da stimmt doch was nicht. Da gehen noch mehr als 63 Leute rein. Was ist ein Quatsch? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Da stimmt schon wieder was nicht. Das sind wieder nur 63 oder was? 75. Hab ich irgendwas verpasst? Also irgendwas, nee. Irgendwas stimmt nicht. Nee, das wollte ich jetzt nicht bauen. So, Krankenhaus haben wir, Feuerwehr haben wir keine, Polizei haben wir. So, Grünzeug haben wir jetzt noch nicht viel. Wir werden aber jetzt erstmal Feuerwehrstation, da bauen wir zwei Stück. Ja, ist doch gut. Werd wieder laut. Ja, ich höre dich auch. Wie sie sich alle freuen. Ah, okay, Wasser fehlt hier unten. Jetzt nicht mehr. So, nächsten Wohnung. Ihr wollt aber richtig viel. Schließen wir am besten auch gleich ab. Ja, ist eins zu hoch. Genau. So, dann kann ich hier hinten nämlich noch eine Parzelle bauen. Gut, hier hinten kann ich dann auch noch zumachen. Erstmal so. Ne, eins rüber. So, oh, da. Nein, das muss raus. Industrie wollt ihr haben? Ja, nicht, dass ihr nachher wieder irgendwie meckert. Alles so dreckig, ne?
Ja, komm, wir geben euch das kleine Feld hier mal. Moment. Vielleicht reicht euch das hier schon aus. Hm, nicht wirklich. Ein bisschen hiervon wollt ihr noch haben, habe ich gesehen. So. Nee, das bitte gerade. So, jetzt kann man nämlich dann hier das noch voll machen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal Industrie großartig haben? Macht eigentlich wenig Sinn. Ja, komm her. Geben euch noch etwas Industrie. Wenn ihr das unbedingt so haben wollt. Ja, staumäßig haben wir so gar nichts, ne? Nö, sieht sauber aus. Kann noch mal gucken. Stau war hier. Nö, der Kreisverkehr halt. Hier drüben. Hier etwas. Das ist alles... Hält sich alles in Grenzen, so. Das haben wir alles noch nicht. Dafür habe ich auch zu wenig Kohle. Okay, wollt immer mehr haben. Ja, von mir aus. Alles gehen Problem. So, dann mache ich das Feld noch voll. Dann ist hier hinten soweit fertig. Beziehungsweise die Stromleitung kann ich ja bald abreißen. Hier alles, weil die Verbindung ist ja hier dann schon da. Strom ist auch so ein Ding, muss ich aufpassen. Okay, jetzt ist eine Stromverbindung da. Jetzt kann ich die Dinger eigentlich abreißen. Ich lasse erstmal. Die Industrie wollte ja auf einmal richtig viel, mein lieber Scholli. Gewerbe wollte auch. Das sind dann die neuen Leute, die wollen alle Arbeitsplätze haben. Wir haben 3800 Einwohner schon. Das geht doch ordentlich voran. Sag mal schon, reicht euch das schon aus? Wahrscheinlich nicht. Dann kommen hier noch hin. Industrie will ich nicht so groß bauen. Meine Hoffnung ist ja, dass sie halt von der Industrie eher weggehen. Da kommen aber die Parzelle da hinten an voll. Wie sieht es mit der Umweltverschmutzung aus? Es dürfte genau da hinten sein. Das Recycling Center, oder? Recycling Zentrum, okay. Ah, apropos. Ui. Da muss auf jeden Fall was passieren. Da müsste ich eigentlich sogar zwei bauen, ne? Ja, man muss definitiv noch ein zweites bauen. Das kommt dann hier hin. Damit wir da wieder. Damit wir da langsam auf den grünen Zweig kommen. Ah, okay, sieht schon viel besser aus. Was ist das da? Das ist die Schule. Ja, wie sieht es damit jetzt aus? Ah, 250. Hä? Ah, jetzt haben wir ein Stromproblem. Fick doch die Henne. Entschuldigung. Okay, da jetzt Ewigkeiten warten macht, bringt nichts. Das heißt, ich nehme jetzt ein Darlehen auf. Genau das, ja. Passt mal einmal nicht auf. Jetzt kann ich aber das hier abreißen. Scheiße. Das ist da hinten aber nicht. So. Muss mich gerade nochmal räuspern. So, komm, bitte. Dankeschön. Boah. Noch mehr Industrie. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Was wollt ihr damit so viel Industrie? Okay, gut. Das lassen wir aber erstmal. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe jetzt eben ein bisschen überzogen. Ich wollte wirklich schon eine halbe Stunde mal. Jetzt sind wir da schon über 4 Minuten drüber. Ja. Okay, also dann. Bis nächste Woche. Sodle, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht schon längst hast, ein Abonnement. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss!